Finanzstabilität. Was ist das, womit man sich da befassen muss? Frau Buch, ich sage einfach Frau Buch, was verbirgt sich hinter dem Begriff Finanzstabilität? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, Sie können mich hören. Also kommt das gut an? Gut. Was heißt Finanzstabilität? Das ist in der Tat nicht ganz leicht zu erklären und zu definieren. Aber ich glaube, das Einfachste, wie man es sich vorstellen kann, ist ein Finanzsystem, was funktioniert. Und jetzt fragen Sie wahrscheinlich, was heißt es, dass ein Finanzsystem funktioniert? Das bedeutet eben, dass wir einerseits, wir alle müssen sparen aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir wollen auch sparen, wir wollen Geld für die Zukunft beiseite legen, dass wir da sichere, gute Anlagemöglichkeiten haben. Die Unternehmen wollen investieren, müssen investieren, um Innovationen zu ermöglichen, damit die Wirtschaft vorangeht, unser Wohlstand voranschreitet. Auch das leistet ein Finanzsystem. Und ganz banal, der Zahlungsverkehr muss funktionieren. Also wir müssen sicher sein, dass wenn wir an den Geldautomaten gehen, da auch das Geld rauskommt, was hoffentlich noch auf dem Konto ist. Also mit anderen Worten, wenn wir die Finanzstabilität nicht hätten, würden wir das merken. Dann würde eine Überweisung nicht mehr klappen. Das wär der unmittelbarste Punkt, wo wir es merken würden. Ne? Und die anderen Kosten, die fehlende Finanzstabilität hat oder Finanzkrisen haben, die merken wir manchmal erst über einen längeren Zeitraum, wenn plötzlich eben Kredite nicht mehr richtig vergeben werden, Kredite nicht mehr, Unternehmensinvestitionen nicht mehr finanziert werden. Das merkt man jetzt nicht so unmittelbar am eigenen Leibe, aber das ist eben was doch sehr stark auch auf unseren Wohlstand und auf unsere Möglichkeiten als Gesellschaft insgesamt wirkt. Nun könnte man sagen, also dafür, dass ich das Geld aus dem Automaten kriege, dafür ist vor allem meine Bank verantwortlich und dass die stabil ist und also mit meinem Geld, das ich ihr aufs Konto gelegt habe, auch vernünftig umgegangen ist. Finanzstabilität meint noch sehr viel mehr als die Stabilität einzelner Banken, richtig? Ganz genau. Denn das ist auch etwas, was eigentlich auch gar nicht so furchtbar neu ist. Es gibt eine sehr spannende Arbeit, die sich die Frage stellt, ist this time different? Also ist heute alles anders als früher? Haben wir zum ersten Mal 2007, 2008 eine Finanzkrise erlebt? Und die Antwort ist natürlich nein. Also Finanzkrisen sind immer wieder passiert, auch in der Wirtschaftsgeschichte. Aber ich glaube, was wir gelernt haben, wirklich aus der letzten Finanzkrise, ist, dass es eben nicht reicht, nur Aufsicht zu machen für die einzelnen Institute. Die normale Aufsicht über die Institute, bei denen ja auch die Bundesbank eine ganz wichtige Rolle spielt, ich denke, Sie werden mit meinem Kollegen Würmeling auch noch sprechen, das ist natürlich die Basis für ein stabiles Finanzsystem, dass die einzelnen Institute stabil sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir haben auch verstanden, dass wir eben auf das Finanzsystem als Ganzes blicken müssen. Und das ist sozusagen eine der ganz wesentlichen neuen Erkenntnisse aus der letzten Krise. Haben wir in den letzten Jahren mal eine Situation gehabt, wo das Finanzsystem nicht stabil war oder wo die Stabilität bedroht war? Also ob das die Stabilität bedroht ist, darüber machen wir uns ganz regelmäßig Gedanken. Also da die Kollegen, für diejenigen von Ihnen, vielleicht ist auch der ein oder andere aus der Finanzstabilität hier, die sitzen normalerweise da hinten in dem Gebäude, da haben wir also 100, 150 Leute sitzen, die sich nur mit dieser Frage beschäftigen, wie stabil das Finanzsystem ist. Und wir stellen schon fest, dass wir Verwundbarkeiten haben. Also wir wollen sehr stark auch präventiv agieren. Wenn eine Krise erstmal gekommen ist, dann ist es zu spät. Dann können wir nur noch Notfallmaßnahmen ergreifen. Aber wir wollen sehr gut verstehen, wo sich denn Verwundbarkeiten im System aufbauen. Und das ist ein sehr kontinuierlicher Prozess. Und wir warnen ja seit einiger Zeit auch in unseren Finanzstabilitätsberichten, dass sich durchaus Verwundbarkeiten aufgebaut haben, die zum Glück noch nicht zu einer Krise geworden sind. Wir alle hoffen auch, dass das nicht passiert. Aber es ist natürlich wichtig, wie bei der Gesundheit, dass man frühzeitig Vorsorge betreibt. Was sind denn so Verwundbarkeiten, die es gibt? Ja, also eine Verwundbarkeit, über die wir sehr viel gesprochen haben, die liegt, glaube ich, so ein bisschen in der menschlichen Natur. Und zwar im folgenden Sinne. Sie alle wissen, dass wenn es Ihnen lange gut gegangen ist, wenn alles gut gelaufen ist, dann wird man ja manchmal so ein bisschen leichtsinniger. Und dann vergisst man, dass auch mal schlechtere Zeiten kommen können. Und das bedeutet, übertragen auf die Wirtschaft, auf das Finanzsystem. Wir hatten 10 sehr gute Jahre, bei allen Fragen, die man sich natürlich stellen muss über Einkommensverteilung und Ungleichheit der Einkommen. Aber
insgesamt gesamtwirtschaftlich, was das Wachstum angeht, haben wir 10 sehr gute Jahre hinter uns. Und da ist natürlich die Frage, ob das immer so bleibt. Also wir warnen jetzt sicherlich nicht, dass die Rezession vor der Tür steht. Das ganz sicher nicht. Aber das Wachstum kriegt ja schon so einige Dämpfer. Und wir müssen natürlich auch, jetzt komme ich wieder zu dem Thema Prävention, wir müssen gerade in den Zeiten, in denen es noch gut ist, auch für die schlechten Zeiten Vorsorge betreiben. Und das ist so eine Verwundbarkeit. Also vielleicht sind wir alle etwas zu optimistisch, was die Zukunft angeht, mit Blick auf die sehr gute Entwicklung der letzten Jahre. Wenn Sie so eine Verwundbarkeit entdecken, schlagen Sie dann laut Alarm oder macht man das eher diskret hinter den Kulissen und weiß dann, was weiß ich, Banker oder Staaten oder Regierungen oder Finanzbehörden, daraufhin, Achtung, passt mal auf, da lauert was, aber man macht es diskret, weil Geld ist ja ein scheues Reh. Ne? Wenn ein Reh eine Gefahr wittert, die muss noch gar nicht real sein, dann haut es ab. Ne? Und das macht Geld, glaube ich, nicht anders, was dann wiederum eine Gefahr für die Finanzstabilität wäre, richtig? Genau. Also wie agieren Sie dann, wenn Sie so eine Verwundbarkeit sehen? Und an wen wenden Sie sich dann? Genau, also es ist sicherlich, wie immer im Leben, ist es beides. Ne? Also wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das mitbekommen, sicherlich die Kollegen, über die ich eben gesprochen habe, die in der Finanzstabilität hier arbeiten. Ich glaube, den meisten Leuten ist es nicht so bewusst, dass wir in Deutschland ein Gremium haben, das sich mit Finanzstabilität beschäftigt. Das ist der Ausschuss für Finanzstabilität. Der ist beim Bundesfinanzministerium angesiedelt. Der Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium hat auch den Vorsitz. Die BaFin ist dabei, also unsere Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Genau, die Aufsicht macht, und die Bundesbank ist dabei. Und in diesem Gremium sprechen wir auch sehr intensiv über Aspekte der Finanzstabilität, und nicht alles davon, so wie Sie es beschrieben haben, ist natürlich auch etwas, was wir dann auch sofort nach außen tragen würden. Das macht man, glaube ich, in jeder guten Institution so, in jeder guten Familie, dass man erstmal intern spricht, bevor man dann sozusagen nach außen geht. Aber es ist natürlich ganz wichtig, und deswegen ist es toll, dass Sie hier sind, es ist natürlich ganz wichtig, eben weil es um die Stabilität des Systems insgesamt geht, weil wir alle verstehen müssen, wo denn Verwundbarkeiten sein können, dass wir auch kommunizieren über diese Dinge, dass wir darüber sprechen, dass wir es erklären. Wir haben ja eben schon gesagt, Finanzstabilität ist nicht ganz einfach, aber umso mehr müssen wir darüber sprechen und eine gute Kommunikation machen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen regelmäßig den Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank lesen. Wenn Sie es tun, geben Sie uns gerne Rückmeldung. Geben Sie uns Rückmeldung, ob er gut verständlich ist oder nicht. Das ist für uns ein ganz wichtiges Instrument auch der Kommunikation nach außen. Was könnte denn, also im Moment nehme ich mal an, haben wir eine ziemlich stabile Lage in unserem Finanzsystem, oder ist mein Eindruck falsch? Ja, also ist es sicherlich so, wir haben ja auch ganz viel getan nach der Krise, und gerade was ich eben sagte, in der Aufsicht ist ja unglaublich viel passiert. Die Banken müssen mehr Eigenkapital halten, das ist auch ganz wichtig, weil das einfach ein Puffer gegenüber Risiken ist. Wir haben eine sehr viel intensivere Aufsicht, wir haben auch gerade bei dem Thema große Banken, die natürlich besonders systemisch sein können für das Finanzsystem, ist viel passiert. Die müssen mehr Eigenkapital vorhalten. Die müssen bestimmte Anforderungen auch an Restrukturierungspläne erfüllen. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Aber wir müssen eben auch sehen, ich habe es ja eben gesagt, die eine Seite ist sozusagen, wie stark ist das System, wie sind die Puffer, aber auch welche Risiken bauen sich auf, welche Verwundbarkeiten können daraufhin entstehen. Also es ist immer so ein Wechselspiel. Wir dürfen nicht nur auf sozusagen das gucken, was passiert ist, sondern wir müssen in die Zukunft blicken. Und das sind eben Dinge, über die wir auch im Finanzstabilitätsbericht sehr viel gesprochen haben. Was könnte denn unsere Finanzstabilität bedrohen? Ja, über einen Punkt habe ich eben schon gesprochen, das ist eben die Frage, wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Wir haben sehr wenig Insolvenzen gehabt in den letzten Jahren, das heißt, entsprechend haben die Banken auch sehr viel weniger Risikovorsorge für Kreditausfälle betrieben, völlig richtig aus Sicht auch der Einzelinstitute. Die müssen doch eigentlich die Kasse jetzt voll haben, weil sie
eben keine geplatzten Kredite hatten. Genau, wir haben auch eine gute, es gibt natürlich viele Faktoren, die dann auf die Ertragslage auch der Banken wirken, aber sicherlich ist das ein ganz starker, auch stabilisierender Faktor gewesen. Und da müssen wir uns aber natürlich die Frage stellen, wie das dann in Zukunft aussieht. Also was passiert, wenn etwas sehr Unerwartetes passiert? Und Risiken haben wir ja viele weltwirtschaftlich, brauchen wir jetzt, glaube ich, hier nicht drüber zu sprechen. Das kann jeder in der Zeitung lesen, dass wir viele Risiken, viele Unsicherheiten um uns herum haben. Und deswegen machen wir uns eben Gedanken, was passiert, wenn diese Extremszenarien, wenn die eintreten, haben wir dann auch immer noch genügend Puffer im System. Das ist so ein Thema. Ein zweites wichtiges Thema, worauf wir auch immer angesprochen werden, ist natürlich die Frage, wie sieht es mit den Immobilienmärkten aus? Wir wissen, dass es in der Vergangenheit auch häufig Finanzkrisen gegeben hat, die aus Immobilienpreisblasen entstanden sind. Und das ist auch ein Bereich, den wir uns sehr intensiv angucken. Und da muss man sagen, im Moment haben wir keine Situation, in der wir haben einen Preisanstieg für Immobilien, aber der ist nicht stark von der Kreditausweitung getrieben. Also deswegen sind wir da sehr wachsam, aber wir würden jetzt nicht sagen, da ist unmittelbarer Handlungsbedarf. Aber geraten Sie da nicht in Streit mit Ihren Kollegen? Also auf der einen Seite hält die Europäische Zentralbank mit der Bundesbank die Zinsen ganz niedrig und das ist sicherlich ein Grund für den Preisboom bei Immobilien. Und auf der anderen Seite sagen Sie, ja, aber gerade in diesem Preisboom könnte auch ein Risiko stecken. Also durch etwas, was die Zentralbank selbst verursacht hat. Wie geht man mit so einem Konflikt um? Ja, also da sprechen Sie eine ganz wichtige Frage an. Natürlich haben die niedrigen Zinsen Einfluss darauf, ob sich Risiken und Verwundbarkeiten aufbauen. Das ist ganz klar. Ist aber natürlich auch nicht nur die Notenbank, die die Zinsen setzt. Es geht ja auch um die Marktzinsen. Was passiert zum Beispiel, das ist auch ein Risikoszenario, was wir uns angucken, wenn plötzlich die Risikoprämien steigen würden an den Märkten. Das kann ja auch passieren. Das ist ja nicht nur Aufgabe der Notenbank. Aber ganz klar, wir haben auch immer gesagt, dass niedrige Zinsen das Risiko bergen, dass man nach Rendite sucht, dass man besser verzinsliche Anlagen sucht. Und wir alle wissen, besser verzinslich heißt auch immer mit einem höheren Risiko verbunden. Also das ist ganz klar, da gibt es ein Wechselspiel zwischen Geldpolitik und Finanzstabilität. Viele Notenbanken haben in beiden Politikfeldern eine Rolle und da gibt es eine Diskussion, die wir haben. Ich würde das jetzt nicht Streit nennen, aber das haben alle Notenbanken. Das hat die Bundesbank muss mit diesen beiden Zielen umgehen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Trennung gefunden im Eurosystem, wie wir das organisieren, diese beiden Politikfelder. Aber das ist ganz sicher ein Thema. Das ist leider wie im wirklichen Leben. Wir haben immer ja Konflikte. Jeder Einzelne muss sich ja überlegen, wie Abwägungen zwischen unterschiedlichen Zielen sind, die man so verfolgt. Als ich mich vorbereitete auf das Gespräch mit Ihnen, da habe ich auch gelesen, dass ein Problem ist, entstehen kann, wenn viele dasselbe tun. Und dann erinnerte ich mich an den Ausbruch der Finanzkrise, so 2008, 2009. Damals haben viele Banken alle dasselbe gemacht, nämlich komische, verbriefte Hypothekenpapiere gekauft, bei denen niemand so richtig wusste, was da drin steckte. Und als dann diese ganzen Hypothekenkredite in den USA plötzlich nicht mehr bedient wurden, wie es so schön heißt, also wo schlichtweg die Hauskäufer die Zinsen nicht mehr zahlen konnten, dann platzte das. Und ich meine, so als Laie hat man erstmal gedacht, wozu braucht es hochbezahlte Banker, wenn die alle wie die Lemminge sowieso hintereinander herrennen? Also dann reicht doch einer und die anderen müssten weniger Geld verdienen. Aber so ein Effekt, das ist nur die naseweise Bemerkung des Reporters. Aber wie verhindert man, dass in der Finanzwelt zu viele Leute dasselbe tun und sich demselben Risiko aussetzen? Denn Sie haben gesagt, die Chancen gibt es nicht ohne Risiko. Man kann die ja nicht dran hindern. Und die treffen sich ja auch noch dauernd. In so einer Stadt wie Frankfurt hocken die auch noch aufeinander und erzählen sich alles, was jetzt wirklich gerade der Verlaub geile Tipp ist, und um jetzt da oder da ein Geschäft aufzureißen. Kann man da reingrätschen? Kann man da als Zentralbank sagen, nee, ihr dürft nicht? Oder da sind jetzt genug, die das schon gemacht haben und ihr müsst euch jetzt was anderes einfallen? Also Sie sprechen eine ganz wichtige Frage an, weil ich habe ja eben mal kurz gesagt, große Banken können eine Gefahr für die Finanzstabilität sein, nicht weil sie
schlechtes Management betreiben, sondern einfach, weil sie so groß sind und damit auch mit ihren Entscheidungen Einfluss auf das gesamte System haben. Aber eben, wenn viele Kleine alle dasselbe machen und in dieselbe Richtung laufen, kann das auch problematisch sein. Und jetzt sind wir sicherlich nicht die besseren Banker, auch unsere Aufsicht, das sind nicht die besseren Banker. Also es gibt schon die grundlegende Geschäftsentscheidung, müssen von den Banken getroffen werden. Wir sehen uns aber natürlich an, was im Finanzsystem passiert. Ich habe eben ein Beispiel dafür gesagt, warum wir durchaus denken, dass wenn viele gleichzeitig dem Risiko ausgesetzt sind, dass die wirtschaftliche Lage sich unerwartet schlecht entwickelt, wenn viele ähnlichen Risiken ausgesetzt sind, dann kann daraus auch eine Gefahr für die Finanzstabilität werden. Und da haben wir durchaus heute auch mit den, jetzt kommt ein ganz schreckliches Wort, wir haben eben schon darüber gesprochen, weil es nämlich niemand versteht, wir haben heute mit makroprudentiellen Instrumenten, das klingt ganz furchtbar und gefährlich, aber... Das lernen die Kinder heute im ersten Schuljahr, ja, was das ist. Leider nicht oder hoffentlich nicht. Wir erklären das gleich. Also genau, also das heißt, es gibt heute die Möglichkeit auch, und das war eben das, was ich sagte, das, was wir eben seit der Krise neu gemacht haben, auch bei der Aufsicht und der Regulierung, dass man dann, wenn man feststellt, dass eben die Finanzstabilität, dass die Funktionsweise des Finanzsystems perspektivisch in Gefahr ist, dann kann man auch Maßnahmen ergreifen, um eben dafür zu sorgen, dass diese Risiken so nicht schlagend werden oder es größere Puffer im System gibt. Jetzt erklären wir ganz kurz mal den Begriff. Also ja. Makroprudentielle Aufsicht ist eins ihrer Tätigkeitsfelder. Erstmal, gibt es mikroprudentielle Aufsicht auch? Was heißt das überhaupt? Und wie macht man das? Genau. Also ja, es gibt auch mikroprudentielle Aufsicht. Das ist sozusagen die klassische Finanzaufsicht, Bankenaufsicht. Also wie gesagt, wo man guckt, was die Banken für Geschäfte machen. Banken müssen auch die Daten liefern. Genau. Und dann guckt man, habt ihr für eure Kredite auch genug Sicherheiten und so weiter und so weiter. Ganz genau. Also das, was die klassische Aufsicht betreibt, die guckt sich sozusagen sehr, sehr viel gründlicher, als wir das bei der Finanzstabilität machen können, die einzelnen Banken an. Weil ich habe schon gesagt, dass das gut funktioniert, das ist die Basis für ein stabiles Finanzsystem. Wir sehen uns das Ganze sehr viel stärker aus einer Vogelperspektive an. Also wie funktioniert das System insgesamt? Wie verhalten sich die einzelnen Banken gemeinsam? Wir sehen uns auch an, was zum Beispiel im Versicherungssektor passiert. Wir haben jetzt nur über Banken gesprochen, aber natürlich haben wir nicht nur Banken auf den Finanzmärkten. Wir haben Versicherungen, wir haben noch viele andere Finanzintermediäre und auch die sehen wir uns an. Und die können ja durchaus auch, wir haben eben darüber gesprochen, was passiert, wenn alle in dieselbe Richtung laufen. Wenn wir unterschiedliche Akteure an den Märkten haben, dann können die natürlich auch das ein bisschen ausgleichen, weil die ganz andere Geschäftsmodelle haben. Also wir gucken uns das aus einer, wenn Sie so wollen, Makroperspektive, aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive an. Und dann ist eben die Hürde, auch konkrete Maßnahmen zu ergreifen, zu sagen, das läuft jetzt in die falsche Richtung, die liegt natürlich sehr hoch, weil das ist wirklich nur dann, wenn man das Gefühl hat, es könnten sich in der Zukunft Gefahren für die Finanzstabilität aufbauen. Sie vertreten die Bundesbank auch in internationalen Gremien, also vor allem in europäischen. Und wo Sie sich aber mit demselben Thema befassen, nämlich mit den Risiken für die Finanzstabilität. Wie ist das da? Sind Sie da die Teutonen, die da so immer mit der Stabilität kommt und die anderen sagen, naja, komm, ohne Risiko kein Spaß? Oder sind Sie einigermaßen einig in der Betrachtung? Denn wir haben ja auch sagen wir, in der Finanzpolitik kulturelle Unterschiede. Und in dem Zusammenhang sind die Risiken für die Finanzstabilität, liegen die heute eher in Deutschland oder liegen die heute eher in Europa oder liegen sie sogar außerhalb der Eurozone in anderen Teilen der Welt? Also das sind zwei große Fragen gewesen. Einmal, wo die Risiken sind. Und eigentlich ein Kunstfehler. Also. Genau, also wo liegen die Risiken und wie interagieren wir in diesen internationalen Gremien? Wie funktioniert das da? Streiten wir uns da die ganze Zeit? Gibt es da unterschiedliche Kulturen? Vielleicht erst zu der ersten Frage. Ich glaube, häufig liest man das ja auch, wie wir uns mit anderen Partnern auch im Eurosystem oder international auseinandersetzen. Das klingt immer sehr konfrontativ und so erlebe ich das gar nicht in den internationalen Gremien. Also ich erlebe das eigentlich eher so, dass alle sich bemühen, insgesamt über das Thema Finanzstabilität nachzudenken, zu überlegen, wie können wir das System besser machen.
Natürlich hat auch jeder seine eigenen nationalen Interessen, das ist ganz klar. Und wir reden schon sehr offen darüber, wo sich Risiken aufbauen können, wo Dinge gerade gut oder schlecht laufen. Ein Großteil dieser Sitzungen geht auch darüber, wie man aus den Erfahrungen anderer Länder lernen kann. Also zum Beispiel das Thema Immobilienmarkt ist im Moment, wie gesagt, wir beobachten das sehr ausführlich, aber wir sehen jetzt im Moment keinen Handlungsbedarf. Andere Länder haben da schon was getan und haben auch ganz andere Risiken, die sich da ergeben. Und mit denen diskutieren wir sehr intensiv, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Also es ist überhaupt nicht konfrontativ, sondern das ist eher auch ein Lernen daraus, was in anderen Ländern passiert ist. Die zweite Frage, wo bauen sich Risiken auf? Sind die in Deutschland, sind die in Europa, sind die weltweit? Aus welchen Bereichen kommen die? Ich glaube, auch eine ganz wichtige, zu mich zumindest, eine ganz wichtige Lehre aus der Krise war, jeder, der Ihnen sagt, es gibt das Risiko und das ist das entscheidende Risiko und daran müssen wir was machen, der hat es vermutlich nicht richtig verstanden, weil das ganze System ist eben sehr interdependent und ich glaube, gerade das Zusammenspiel von unterschiedlichen Verwundbarkeiten, das ist das, was dann häufig zu diesen unerwarteten Effekten führen kann. Wenn wir ganz genau wüssten, es gibt dieses eine Risiko, naja, dann müsste man da halt was dran machen, da müssten sich alle nur noch darum kümmern. Aber wir haben einfach, so ist die Welt, wir haben sehr viel Unsicherheit und müssen auch mit dieser Unsicherheit vernünftig umgehen. Wovor hat jemand wie Sie am meisten Angst? Ja, Angst, doch. Ist das so der berühmte Bankrun? Also wenn Kunden das Vertrauen in die Geldinstitute verlieren und dann plötzlich alle hinrennen und ihr Geld abheben und dann möglicherweise erst eine Katastrophe herbeiführen dadurch, die es sonst vielleicht nicht gegeben hätte. Ist das die größte Angst, der Sie vorzubeugen versuchen oder wäre das was anders? Was ist der GAU in Ihrem Bereich? Ich weiß nicht, werden wir fast schon ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, Angst ist kein guter Berater. Nein. Also wenn wir sollten uns nicht von Angst treiben lassen, sondern wir sollten überlegen, einmal, was können wir aus früheren krisenhaften Entwicklungen lernen? Wir werden auch ganz sicher nicht, ich glaube, da wären wir auch nicht gut aufgestellt, wenn wir sagen würden oder wenn wir behaupten würden oder das versprechen würden, dass wir Krisen ein für alle Mal verhindern können. Darum kann es nicht gehen. Auch ein Wirtschaftssystem lebt letztlich davon, dass es auch mal Spannungen gibt, die sich auch entladen. Wir wollen, unser Ziel soll es ja sein, die Auswirkungen von möglichen Schieflagen im System möglichst gering zu halten, dass die Wahrscheinlichkeit niedrig zu halten, dass es zu krisenhaften Entwicklungen kommt. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, dass wir ein ganzes auch Bündel an Maßnahmen beschlossen haben nach der Finanzkrise. Es ist ja mehr Widerstandsfähigkeit im System, wir haben bessere Abwicklungsregime, wir haben im Bereich Derivatemärkte viel getan. Wir machen ein sehr viel besseres Monitoring, also beobachten sehr viel besser, was außerhalb des Bankensektors passiert. Also ich glaube, das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die wir da ergriffen haben. Was für mich im Moment eine ganz wichtige Aufgabe ist, auch sehr persönlich, weil ich auch mit in diesen zu diesen Themen arbeite. Im Moment läuft die erste Bewertung auch dessen, wie eigentlich diese ganzen Reformen wirken. Zum Beispiel bei der Frage too big to fail oder wie sieht es eigentlich mit systemrelevanten Banken aus? Und ich glaube, daraus kann man wieder ganz viel lernen. Also kann man lernen, wenn man das sich strukturiert ansieht, wenn man überlegt, was ist denn eigentlich passiert, welche Effekte hat das? Das hilft einem wieder nach vorne hin, auch das System zu verbessern, weil es ist sicherlich nicht alles perfekt gewesen nach der Krise. Ich will zum Abschluss nochmal auf die Bewältigung der Euro-Krise kommen. Eine oft gehörte Kritik ist, dass man auch im Zusammenhang mit den Griechenland-Hilfen zum Beispiel ja eigentlich nur die Banken gerettet habe. Halten Sie das für einen berechtigten Vorwurf? Na, jetzt gehen wir fast 10 Jahre zurück in der Zeit, aber da sah eben die Welt auch noch sehr viel anders aus. Da hatten wir viele von den Dingen, die ich gerade beschrieben habe, nicht. Das heißt, das, was wir da gesehen haben in Bankenrettung, ist jetzt nicht so ein schönes Wort, ich setze das immer in Anführungsstrichen, aber auch in Stützungsmaßnahmen für die Finanzinstitute, war sicherlich eine ganz akute Antwort auf die Krise. Und ob man damals auch anders hätte handeln können oder nicht, das sei dahingestellt, aber das waren, glaube ich, Maßnahmen, die einfach ganz wichtig waren, um Stabilität, um Vertrauen wiederherzustellen. So. Daraus haben wir gelernt, das Ganze ist teuer gewesen, ist, glaube ich, auch etwas, was in der deutschen Öffentlichkeit oft gar nicht so bewusst ist, dass eben gerade die Stützungsmaßnahmen für die Banken sehr viel teurer waren, auch als die Euro-Rettungsprogramme, die ja auch sehr intensiv diskutiert worden sind. Also von Sie daher meinen jetzt aber die Programme
Für deutsche Banken. Also die ja, für deutsche Banken in Deutschland, genau. Also das ist natürlich, davon haben auch immer irgendwo von den ganzen Rettungsprogrammen, haben natürlich auch andere wieder profitiert, wenn wir ein sehr integriertes Finanzsystem haben. Aber ich meine, nur die Stützungsmaßnahmen für die deutschen Banken können Sie, gibt es eine schöne Grafik beim Bundesfinanzministerium auf der Homepage, wie der Schuldenstand angestiegen ist aufgrund dieser Stützungsprogramme. Also in die Situation wollen wir sicherlich nicht wiederkommen. Deswegen eben jetzt die vielen Maßnahmen, über die wir eben gesprochen haben, die dafür sorgen sollen, dass wir jetzt, dass auch unser Krisenmanagement heute anders aussehen würde als damals. Es gibt ja die Kritik so manchmal, so dafür hattet ihr Milliarden und für genug Kindergartenplätze reicht es nicht. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn man das nicht gemacht hätte? Also wenn man zum Beispiel Griechenland nicht in den Stand versetzt hätte, seine Schulden bei Banken zu bezahlen. Wenn wir die Banken, ich meine, die sind in Risiken gegangen und haben sich verzockt zum Teil und eigentlich wäre es ja nur gerecht gewesen, wenn sie dafür pleite gegangen wären. Wäre das ein Schlag gegen die Finanzstabilität gewesen? Ist die Vernetzung von Banken wirklich auch international so, dass wenn dann Banken in Griechenland pleite gegangen wären, dass dann, was weiß ich, ich glaube nicht deutsche Banken, aber französische Banken vielleicht auch ins Schleudern geraten wären und dann wieder auf diesem Umweg auch deutsche. Ist das so gewesen damals in dieser Zeit und war das ein Risiko für die Finanzstabilität? Ja, also wir haben sicherlich wir gehen 10 Jahre zurück. Und bestimmt werden die Auswirkungen der Finanzkrise, die ja so schon sehr stark gewesen sind. Wir haben einen starken Rückgang des Bruttoinlandsproduktes gehabt. Wir haben in vielen Ländern, in Deutschland hat man das weniger stark gespürt. Wir haben sehr hohe soziale Kosten gehabt in Form eines Anstiegs der Arbeitslosigkeit. Also die Kosten sind ja schon da gewesen. Und ich würde auch sagen, die wären höher ausgefallen, wenn man nicht die vielen unterschiedlichen auch fiskalischen Maßnahmen ergriffen hätte, die ja ergriffen worden sind. Es hat ja auch eine sehr dann expansive fiskalpolitische Maßnahmen gegeben. Aber ich glaube, es ist jetzt, das wäre vielleicht eine Frage für die Wirtschaftshistoriker, zu versuchen herauszufinden, was wäre gewesen, wenn. Das ist natürlich die Frage, haben Sie so ein bisschen gestellt, um die schwer zu beantworten. Aber ganz klar ist, jetzt soll es ja darum gehen und mit dem, was wir neu gemacht haben bei der Finanzstabilität, nicht erst dann handeln zu können, wenn die Krise eingetreten ist, sondern möglichst frühzeitig zu handeln und nicht in diese Situation zu kommen, dass wir dann, um die Finanzmärkte zu stabilisieren, dann zu Krisenmaßnahmen greifen müssen, die sicherlich auch fehlerhaft sind, die man dann ad hoc ergreifen muss, sondern dass wir einfach besser auch vorbereitet sind und schon frühzeitiger das System widerstandsfähig machen. Und haben wir heute einen Zustand, dass die Banken nicht mehr so aneinander hängen, dass wenn die eine kippt, dann auch eine andere in Gefahr gerät? Ist das so? Ich meine, wir gucken alle jetzt viel mehr mit Sorge nach Italien, wo Banken einen großen Teil der italienischen Staatsschuld sozusagen in ihren Tresoren haben. Und man weiß, wenn die Zinsen mal wieder ansteigen, die italienische Regierung erhöht die Schulden, dann könnte die schon ziemlich ins Schleudern geraten. Und dann aber auch die Banken. Wäre das dann wieder ein systemisches Risiko? Oder ist das inzwischen gebannt? Nee, wie ich schon gesagt habe, also es gibt durchaus, ich glaube, das ist, da wären wir dann wirklich zu überoptimistisch. Es liegt vielleicht manchmal auch in der menschlichen Natur, wenn wir jetzt sagen würden, diese Risiken sind ein für alle Mal gebannt. Das ist ganz sicher nicht so. Und wir müssen auch sehen, dass es natürlich immer wieder Verspannungen geben wird. Und die Frage ist natürlich, ist das Finanzsystem robust genug, um damit umzugehen? Sind da genügend Puffer an Eigenkapital? Das ist letztlich der wichtigste Faktor, um auch Risiken auffangen zu können, Verluste auffangen zu können. Sind da genügend Puffer im System? Und wenn Sie sich anschauen, wir hatten ja durchaus auch Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres sehr viel stärkere Schwankungen an den Finanzmärkten und die sind vergleichsweise glimpflich abgegangen. Also von daher, das ist ein Hinweis, dass wir schon auch mehr Widerstandsfähigkeit im System haben. Aber das heißt nicht, jetzt können die Kollegen alle, ist ja schönes Wetter und der Sommerurlaub steht bald bevor. Das ist nicht so, dass die Kollegen aus der Finanzstabilität jetzt alle in den Urlaub verschwinden könnten und wir uns zurücklehnen können. Also wir müssen schon immer an diesem Thema arbeiten, immer wieder betrachten, wo sind die Verwundbarkeiten, wo bauen sie sich auf, wie müssen wir über die Dinge kommunizieren, um auch vor Risiken zu warnen. Also da müssen wir leider dranbleiben an dem Thema. Oder liebe Frau Buch, ich verstehe das so, dass wir im Alltag von Ihrer Arbeit und der Ihrer Mitarbeiter eigentlich nichts merken. Aber wenn Sie Ihre Arbeit nicht machen würden, dann würden wir es wahrscheinlich sehr, sehr bitter merken. Wir sind am Ende unseres Gesprächs schon. Ich danke Ihnen herzlich. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, Sie auch, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Schönen Nachmittag noch.